Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Wissen. Wir stehen kurz vor der Fußball-WM 2018 in Russland und wollen nun euch die Spieler und Trainer der deutschen Nationalmannschaft genauer vorstellen. Heute 10 Dinge, die du nicht über Manuel Neuer wusstest. Auf dem Fußballfeld ist Neuer jetzt schon der Held unserer Nationalmannschaft. Aber wie ist er eigentlich privat? Heute erfahrt ihr es bei uns. Mit vollem Körpereinsatz rettete Manuel Neuer die Nationalmannschaft gegen Algerien beim Spiel der letzten WM vor einer peinlichen Niederlage. Doch was bewegt den beliebtesten Fußballer der Nationalelf privat? Wo lebt er? Wie ist die Frau an seiner Seite? Wir haben recherchiert. Punkt 1. Seine Stammkneipe. Laut Sportbild.de geht Manuel Neuer am liebsten in die Zwiebel im Gelsenkirchener Stadtteil Buer. Als gebürtiger Gelsenkirchener absolvierte Neuer seine fußballerischen Anfänge bei seinem Heimatverein FC Schalke, bevor er 2011 zum FC Bayern München wechselte. Natürlich hat er auch als Bayern-Profi den Kontakt zu seinen Wurzeln nicht verloren. Punkt 2. Seine Freundin. Manuel Neuer lernte die 2 Jahre ältere Katrin Glich 2008 laut Medienberichten auf einem Urlaubsflug nach Mykonos kennen. Aus einem Urlaubsflirt wurde die große Liebe. Katrin Glich ist alles andere als eine typische Spielerfrau. Das Rampenlicht geht sie, anders als etwa Mats Hummels Freundin Kati Fischer, aus dem Weg. Laut der Münchener Abendzeitung arbeitet Glich als Friseurin und schneidet Manuel Neuer selbst die Haare. Wie bodenständig. Punkt 3. Sein älterer Bruder. Manuel Neuers 1 Jahr älterer Bruder, Marcel, steht ebenfalls auf dem Fußballplatz. Allerdings nicht als Torwart, sondern als Schiedsrichter in der DFB-Klasse. Manuel hat für seinen Erfolg hart gearbeitet, auf vieles verzichtet, worauf ich nicht hätte verzichten wollen. Für ihn gab es nur die Schule und den Fußball, sagte der Gelsenkirchener Marcel Neuer über seinen Bruder. Für Manuel Neuer ist sein größter Bruder der härteste Gegner. Beim heimischen Singstar-Duellen gäbe es oft ein enges Duell, wie er im Playboy verriet. Punkt 4. Sein neues Zuhause. Derzeit wohnen Manuel Neuer und Katrin Glinch noch in München. Doch bald geht es ins Traumhaus an den Tegernsee. Wie Neuers Management der Tegernsee-Stimme bestätigte, plant der Nationaltorhüter den Bau eines Einfamilienhauses am Promi-Hügel Leeberg samt Tiefgarage für den Fuhrpark des Fußballers. Ganz in der Nähe haben auch Kollege Philipp Lahm und Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß ihr Zuhause. Punkt 5. Sein erster Berufswunsch. Was wäre aus Manuel Neuer geworden, wenn er nicht der beste Torwart der Welt geworden wäre? Mein Schulpraktikum habe ich in einem Reha-Zentrum absolviert, also vielleicht Physiotherapeut, sagte Neuer laut Bild.de. Punkt 6. Sein großes Herz. 2010 gründete der damalige Schalker Spieler seine Manuel Neuer Kids Foundation, die Hilfsprojekte für benachteiligte Kinder im Ruhrgebiet umsetzt. Mit der Kids Foundation möchte ich mein Glück teilen und mit einer sozialen Verantwortung gerecht werden, indem ich benachteiligten Kindern in meiner Heimat etwas von dem zurückgebe, was ich in meiner Jugend haben durfte. Chancen und Perspektiven für mein Leben, schreibt Manuel Neuer auf der Website der Stiftung. Punkt 7. Seine Geheimnisse. Im Bayern-Jahrbuch 2011 enthüllte Manuel Neuer laut Bild.de gleich mehrere private Geheimnisse. Unter der Dusche singt er gerne Singing in the Rain. Sein Lieblingsmännerspielzeug sind Schafskopfkarten. Die größte Erfindung ist für ihn das Internet. Und sein erstes Gehalt als Profispieler sparte er für seinen Audi A3. Punkt 8. Sein Roller. Manuel Neuer ist passionierter Rollerfahrer und in München viel mit seiner Vespa unterwegs. Die Fahrt zum Bäcker oder Metzger ist mit der Vespa viel entspannter als mit dem Auto, schwärmte er laut TZ. Bei schönem Wetter komme ich damit auch zum Training, aber sobald die Straße nur ein wenig feucht ist, lasse ich die Kiste stehen, denn dann ist mir das zu gefährlich. Punkt 9. Seine Nebensportarten. In der Rolle des Fußballers ist Manuel Neuer bekannt
und riesig erfolgreich. In seiner Freizeit spielt der Bayernstar allerdings noch mehr Sportarten, wie Snooker, Billard, Darts oder Tischtennis. Seine Liebe gehört aber vor allem dem Tennis. Als es im Trainingscamp zur WM 2010 in Südafrika keinen Tennisplatz gab, bedauerte Manuel Neuer das und sagte der Mitteldeutschen Zeitung: "Im Tennis bin ich nämlich der Beste und das kann ich auch so sagen." Punkt 10. Die meisten Freunde rufen ihn Manu. Unter Fußballkollegen heißt er aber auch Schnapper, weil er immer die Bälle vorm Tor wegschnappt. So, das war's auch schon wieder mit der ersten Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar. Ansonsten folgt und abonniert mich auf Facebook und auf Instagram und gerne auch auf Twitter. Ansonsten links geht es zu meinem neuen Video und rechts könnt ihr mich abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.